Schönen guten Abend. Wir sprechen heute noch einmal über Wittgenstein und Wittgensteins Philosophie der Sprache im Sinne unseres Semesterprojektes. Nur ganz kurz vom letzten Mal herkommend, erinnern Sie sich vielleicht mit mir und uns gemeinsam, was da unsere Hauptpunkte waren in der Auseinandersetzung mit dem Traktatus. Ich möchte vielleicht nochmal Ihre Aufmerksamkeit auf den dortigen Satz 3.1.4, mit dem wir auch letztes Mal einstiegen, lenken, wo uns Wittgenstein sagt, das Satzzeichen ist eine Tatsache. Also das Satzzeichen, und letztendlich sagt er uns ja, dass das hier an dieser Stelle dann repräsentativ für die Sprache selbst steht und auch entwickelt wird in den weiteren Passagen des Traktatus, das sei selbst eine Tatsache unter Tatsachen und habe deshalb erstens so nicht so etwas wie eine ausgezeichnete ontologische Rolle oder so etwas, sondern Sprache, und das werden wir heute wieder sehen, kommt eben einfach vor, so wie andere Phänomene der Wirklichkeit, können Sie sagen, auch halt einfach vorkommen. Die Sprache teilt mit allen anderen diesen Phänomenen, respektive Tatsachen und Sachverhalten, die logische Form, wie Wittgenstein uns sagt. Er nennt das auch manchmal den logischen Raum, vergleicht das auch irgendwie mit geometrischen Figuren oder mit Gegenständen im geometrischen Raume, wie er auch sagt, die irgendwie zueinander in gesetzmäßigen Beziehungen stehen. Und mit der Sprache sei das ganz ähnlich, insofern sie auch eine der Tatsachen im logischen Raume sei. Dem fügt Wittgenstein sofort hinzu, dass das so ist, kann über sich selbst nicht sprechen sinnvollerweise. Also es ist nicht der Sprache möglich, ihr eigenes Sprechen logisch vollständig zuzugestehen, zu berechtigen und einzuräumen, sie könnten auch sagen zu begründen, weil dieser Selbstbezug der Tatsächlichkeit, wenn Sie so wollen, von Wittgenstein zurückgewiesen wird. Oder wie Sie in anderen Worten sagen können, wenn er uns sagt, das Satzzeichen ist eine Tatsache, dann müssten wir ja fragen können, und zwar in der Sprache fragen können, was für eine Tatsache ist denn die Tatsächlichkeit, die er da behauptet? Also die muss ja dann auch eine Tatsache im logischen Raume sein, nicht wahr? Also es muss Tatsache zu sein, ja selbst eine Tatsache sein können, und das und davon aber logisch Auskunft geben zu können, verneint Wittgenstein. Sie erinnern sich, und geht auch daran, sein ganzes Projekt im Traktatus am Ende ja als unsinnig und tautologisch zu bezeichnen, weil die Sprache als eine Tatsache unter anderem ja nur um sich selber kreise die ganze Zeit und man so etwas wie eine Beziehung zu, wenn Sie so möchten, nichtsprachlichen Tatsachen bloß annehmen und behaupten muss auf Basis der Gemeinsamkeit der logischen Form aller Tatsachen. Wir haben das letztes Mal auch die mit der prästabilierten Harmonie in Beziehung gebracht, die da irgendwie vorausgesetzt wird. Also in anderen Worten, die logische Form funktioniert einfach, wenn Sie so wollen, aber es kann keine selbst- und letztbegründende Theorie von ihr angefertigt werden, zumal nicht in der Sprache mit Wittgenstein. Sinnvollerweise natürlich, und deswegen sagt er uns, müssen wir dazu gehen, uns zu fragen, wo ist denn sinnvolles, tatsachenmäßiges Sprechen überhaupt möglich? Na dort, wo sich die Sprache der logischen Form der Tatsächlichkeit völlig einpflicht, können Sie sagen, sie nachahmt, sie abbildet, wie Wittgenstein auch sagt. Und das findet in der Sprache der formalisierten Naturwissenschaften statt, sagt er uns am Ende des Traktatus. Also das ist die Art der Sprache, die beanspruchen kann, ihren logischen Charakter als Tatsache einzulösen, und alle andere Sprache muss der Kritik anheimfallen, der Sprachkritik anheimfallen, wie wir auch heute hören werden, die klärt, dass sie gewisse Operationen, gewisse Namen, gewisse Begriffe benutzt, die gar keine Bedeutung haben und die deswegen nur zu sinnlosen Sätzen führen. Denn allein die streng formalisierte und auch mathematisierte Sprache der Naturwissenschaften ist mit Wittgenstein diejenige, die dem Tatsachencharakter der logischen Form angemessen wird.
Was ihn allerdings selbst berechtigt, das zu sagen, also den Naturwissenschaftsvorrang und Primat der Sprache einzuräumen, das kann er selbst mit seinen Mitteln gar nicht begründen, und das sagt er uns auch, dass man das nicht begründen kann, sondern das kann man eben nur darstellen und anschaulich machen. Wittgenstein sagt, dass das so ist, zeigt sich, indem die Sprache so angewendet wird. Und alles andere kann zwar stattfinden als Sprechen, ist aber kein sinnvolles Sprechen. Also ein Sprechen, in dem, Sie erinnern sich, da kommt er dann auch mit Begriffen wie Klarheit, mit Begriffen wie Evidenz und Ähnlichem, mit Wahr und Falsch, natürlich ganz ähnlich wie Carnap und andere das dann aufgenommen haben, die wir schon hatten, daher und sagt uns, ja, man kann dann alles Mögliche behaupten, aber Wahr und Falsch und damit sinnvoll kann man nicht mehr sprechen. Sie können dann natürlich weiter fragen, was ist es aber, dass wir das dann tun? Also was ist das dann, dass Sprache auch als das Verfügbarmachen eines sich Zeigenden aufgefasst wird? Wittgenstein spricht dann vom Mystischen, das sich dann zeige. Man weiß nicht genau wie, aber es geschieht eben auf Basis nicht zuletzt der prästabilierten Harmonie, der logischen Form, die er voraussetzt für all die mannigfaltigen Tatsachen. Und auf Basis dessen wird dann auch festgelegt, worüber nur mehr zu schweigen ist, also worüber keine sinnvolle Sprache, keine tatsachengemäß symbolformalisierte Sprache mehr möglich ist. Und ganz entscheidend ist für Wittgenstein dabei auch, wie er uns in den Partien um Satz 3, Satz 4 und so weiter des Traktatus sagt, Sie erinnern sich, der logischen Form der Tatsächlichkeit zu entsprechen in der Sprache heißt mit eine Symbol- und Formalsprache zu entwickeln, die die logischen Operationen des logischen Raumes unmittelbar abzubilden und auszudrücken imstande ist. Also da geht es dann konsequenterweise gar nicht mehr um sowas wie natürliche Sprachen oder so etwas im Kerne oder Alltagssprachen oder sowas, sondern da geht es dann darum und um die Frage, wie müssen wir denn Sprachlichkeit in ihrer Tatsächlichkeit selbst manifestieren, um ihrem Charakter als Ausdruck der logischen Form gemäß zu werden. Naja, und das wird dann natürlich eine operationalisierte und funktionalisierte Symbolsprache, die auch Wittgenstein fordert, in der jedes Symbol eine eindeutige Funktion hat und in der klar wird, wie Wittgenstein an anderer Stelle im Traktatus sagt, dass die Einführung eines neuen Symbols ein ungemein wichtiger Akt ist. Denn damit behauptet man die Einführung einer neuen logischen Operation. Und deswegen muss man sich bei jedem Symbol immer wieder fragen, ist nicht das, was dieses Symbol abbilden und darstellen soll, schon durch andere Symbole ausgedrückt? Und dadurch wird dann sozusagen ein Geflecht der, wie Wittgenstein sagt, Elementarsätze geschaffen, auf denen alle Sprache dann in logischer und formaler Korrektheit und damit Sinnerfülltheit und Wahrheitsfähigkeit aufbaut. Und das können mit ihm immer nur die Sätze der mathematischen Naturwissenschaften sein, die diese logische Formalisiertheit der Idealsprache nachahmen und immer an ihrem Muster gemessen werden. Denn das ist die Sprachkritik, die der Philosoph dann allein zu tätigen hat, an der Idealsprache alle andere Formen von Sprache dann zu messen. Natürlich, ob sie den dort aufgefundenen, klaren, evidenten und nicht weiter begründbaren logischen Operationen entspricht oder nicht. Und wenn sie ihnen nicht entspricht, handelt es sich um sinnlose Sprache, nicht etwa um falsche, sondern um sinnlose Sprache. Denn wahr und falsch kann überhaupt nur bei der entsprechenden Sprache stattfinden. Dann haben wir darauf aufbauend natürlich darüber gesprochen, dass man auch sagen kann, genau hierin, dass Wittgenstein die Sprache in diese Symbolisierung und Formalisierung hinein abstrahiert, spiegelt sich ja letztendlich nichts anderes wider als die Unbestimmtheit der Tatsächlichkeit selbst. Also dass es keine Tatsache davon anzugeben imstande ist, die Sprache keine Tatsache davon anzugeben und darzustellen imstande ist, was es überhaupt ist, Tatsache zu sein. Und diese Unbestimmtheit, Unbegründbarkeit und Unerweislichkeit, könnten Sie sagen, wird genau in der abstrakten Formalisierbarkeit, in die die Sprache hineinmanövriert wird, abgebildet.
Also die, also zu sagen, das ist dann P und Q und wenn P, dann Q und so etwas, das ist genau die Entsprechung der Unbestimmtheit der Tatsache bei Wittgenstein. Denn mehr bleibt uns dann nicht mehr zu sagen als logische Verweise, gleich dem, wie er ja sagt, geometrischen Raumbeziehungen oder so etwas anzufertigen. Mehr bleibt dann nicht mehr übrig für die Sprache in ihrem Abbildcharakter zu tun, denn sie kann sich ja nicht auf sich selbst beziehen und auf ihren eigenen generativen und wirklichkeitserschließenden Charakter zurückkommen. Dennoch sagt uns Wittgenstein aber, welche Elementarsätze es gibt, also welche ursprünglichen logischen Beziehungen das Fundament der sinnvollen Sprache überhaupt bilden, das ist Satz 5557, hängt von der Anwendung der Logik ab. Das heißt, die Elementarsätze liegen nicht einfach rum, sondern sie generieren sich mit der Anwendung der Logik. Sie sind also ein Spiegel dessen, was Tatsächlichkeit der Tatsachen ist. Nur, wenn wir mit Wittgenstein zugleich sagen, das lässt sich in der Sprache nicht mehr vollendlich und letztgültig begründen und ausweisen, was diese anwendungsgenerierende Logik der Tatsachen eigentlich ist, sondern die zeigt sich nur in der Anwendung der Logik, dann haben wir es plötzlich mit einem Sprachbegriff zu tun, der ein Sprachbegriff des Sich-Durchsetzens ist. Also die Anwendung der Logik, die sich dann eben durchsetzt, das wird auch die Grundlage der sinnvollen Sprache sein. Und dann haben wir es natürlich mit genau den Momenten der gegenseitigen Diskursherrschaftssysteme zu tun, um die es im 20. Jahrhundert später in der zweiten Hälfte ja sehr stark ging. Denken Sie an Foucault und andere zum Beispiel, die, oder auch Habermas natürlich, die dann darauf hinwiesen, naja, Moment, aber da wird ja dann Sprache zu etwas gemacht, das einem gewaltsamen Sich-Durchsetzen gleichkommt. Also diejenige Anwendung der Logik, die dann die erfolgreiche und sich durchsetzende Anwendung ist, die wird auch bestimmen, was die Tatsachenwirklichkeit der Sprache dann bedeutet. Und die wird dann auch bestimmen, was Tatsächlichkeit überhaupt bedeutet. Und damit natürlich vice versa auch bestimmen, was das Zuschweigende in Satz 7 dann ist. Also worüber man eben nicht sprechen kann, das wird von dem bestimmt, das sich durchsetzt. Und das fordert Wittgenstein mit seinem Traktatus natürlich auch vom Traktatus selbst. Der Traktatus ist ein unsinniges Unterfangen, und zwar genau so lange, als er sich nicht als die Fundierung der Logik der Tatsächlichkeit selbst durchsetzen kann. Denn Begründung seiner selbst, sagt uns Wittgenstein, ja, kann der Traktatus gar nicht sein. Er liefert lauter in seinen Sätzen, lauter Tautologien und lauter Unsinnigkeiten, die wir dann wegwerfen müssen, wenn wir ihn durchgegangen sind. Denken Sie an die Leitermetapher. Und deswegen bleibt auch für den Traktatus selbst nichts anderes übrig, als zu sagen, aber wenn sich diese Anwendung der Logik durchsetzt, dann wird sie genau dadurch bestimmen, was die Wirklichkeit der Sprache ist. Das heißt, Sie sehen, wir befinden uns hier auf ganz anderem Feld als auf dem einer, wie Wittgenstein ja auch tatsächlich ausweist, einer philosophischen Begründung oder so etwas. Hier geht es um eine diskursbezogene Durchsetzung der Sprachwirklichkeit. Und genau an diesem Punkt stehen wir auch mit dem Konzept, das wir heute aus den philosophischen Untersuchungen von ihm vorgelegt bekommen. Also das hat im Traktatus sehr wohl seine Wurzel und ist kein Bruch, einfach komplett, aber natürlich mit anderen Vorzeichen beseelt, die man als einen gewissen Bruch mit der Traktatuskonzeption der Sprache natürlich sehen kann. Und das macht die Auseinandersetzung mit den vermeintlich so einfachen Gedanken der philosophischen Untersuchungen unglaublich schwierig, weil die selbst eine sehr starke sprachspielerische Verzahnung ihrer Form nach auch sind. Das beginnt etwa bei diesem dauernden Spiel, das sich durch dieses Büchel zieht mit dem Lernen der Sprache als Benennung zum Beispiel. So beginnt er ja bereits und meint, ja, es gibt die Idee, Sprache wird durch Benennung erlernt, und die weist er dann völlig zurück und sagt, nein, es geht hier um die Anwendung, in der wir immer schon drinstehen und von deren Regeln blind folgend immer schon bestimmt bleiben. Also hier geht es um den Primat der
Sprachpraxis gegenüber jeder Sprachtheoretisierung. Also zu benennen, sagt uns Wittgenstein, ist nicht etwa der ausgezeichnete Ursprung der Sprache oder sowas, sondern das ist ein Sprachspiel, das nach bestimmten Regeln gespielt wird und man kann eben auch andere spielen. Und er sagt uns ja in diesen bekannten und berühmten Paragraphen 43 auf Seite 36 bei uns, ja, die Bedeutung des Namens erklärt man manchmal dadurch, dass man auf seinen Träger zeigt, manchmal eben, und er sagt zugleich, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache und nicht immer nur das Zeigen auf einen Träger, und sagt aber davor im selben Paragraphen, das ist aber auch nur für eine große Klasse der Fälle der Sprache so. Also man kann da auch, das ist sein Anspruch, man kann da auch wieder nicht sagen, das wäre jetzt eine allgemeine Definition des Sprachspiels, die Bedeutung des Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache, sondern das ist für eine große Klasse der Sprachanwendungsfälle so, aber bei weitem nicht für alle, würde er uns wieder hinzufügen. Also Sie sehen, das ist die Schwierigkeit, über die philosophischen Untersuchungen überhaupt zu sprechen. Und das ist ganz ähnlich dem, wie Sie sich, wenn Sie mir kurz die Ergänzung zum Traktatus erlauben, was wir hatten im Traktatus, wo er uns sagt, welche Elementarsätze es gibt, hängt von der Anwendung der Logik ab. Diesem Gedanken ist er in den philosophischen Untersuchungen weiterhin treu. Nur würde er halt in den philosophischen Untersuchungen nicht mehr sagen, dass hier Elementarsätze aufgestellt werden, sondern hier werden im Prinzip familienähnliche Alltagssprachanwendungen kreiert, in denen man drinsteht, deren Regeln man blind folgt, wenn man an einem Sprachspiel teilnimmt, sodass man dann die Erfahrung macht, wenn der Philosoph ich sagt und jemand, keine Ahnung, im Café sagt, ich hätte gerne einen Cappuccino, dann bedeutet ich hier jedes Mal der Sprachhandlung, die dadurch ausgedrückt wird, gemäß etwas anderes. Und die darf man nicht einfach miteinander identifizieren, sondern hat sie jeweils in ihrer Anwendung, in ihrer Anwendungsbedeutung sprachbildend anzusehen und höchstens, und das ist Wittgensteins Punkt, höchstens Familienähnlichkeiten daran zu entdecken, aber keineswegs mit irgendwelchen definitorisch kristallreinen logischen Theorien dann daherzukommen, so sein Anspruch. Also Sie sehen, der Unterschied zum Traktatus liegt primär in der Kritik der kristallreinen logischen Form der Sprache oder der Sprache, die Tatsache ist, also der formalisierten Sprache der Naturwissenschaft dann letztendlich, wo er uns sagen würde im Traktatus noch, es gibt diese eine logische Form, die die ideale ist, der die Sprache sich anmessen muss, sondern in den philosophischen Untersuchungen zerschlägt er das und sagt, na, die logischen Formen sind selbst Plurale der jeweiligen Anwendung in jeweiligen Sprachspielen, die eben dann von ihren Anwendungsregeln immer schon bestimmt sind, also so gewisse Fundamentalpraxis sozusagen einen Primat der Fundamentalpraxis der Sprache ins Feld führt und sagt, die Anwendung ist immer vor der Reflexion der Sprache und ihre Reflexion ist immer schon in ihre Anwendungsregeln eingeflochten. Stichwort nochmal, ich folge der Regel immer schon blind, wenn ich spreche. Das Wort Sprachspiel soll hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit oder einer Lebensform. Und da können wir natürlich jetzt schon fragen, was ist denn das eine Lebensform zu nennen? Also was ist denn damit jetzt gemeint? Was soll das quasi das Prinzip Lebensform mit dem Traktatus der Elementarsatz Lebensform oder das Satzzeichen Lebensform hier überhaupt ausdrücken können? Kann man das überhaupt sagen oder haben wir es hier wieder mit dem sich Zeigenden zu tun, das sich eben in der Anwendung der Sprachspiele durchringt und über das überhaupt nichts zu sagen ist? Und an dem dann eben diese Einfachheit und Klarheit entsteht, die ja Wittgenstein auch in den philosophischen Untersuchungen propagiert und sagt, diese Klarheit, Einfachheit und Alltäglichkeit der Sprache, die rein ihrer Beschreibung und Beobachtung anheimsteht, besteht genau im Verschwinden jeder philosophischen Problematik der Sprache. Also Sie sehen, das ist wieder eine Klarheit und Einfachheit, nach deren Bestimmung oder Begründung gar man gar nicht fragen kann. Also diese Klarheit stellt sich ein, so wie das sich Zeigende des Traktatus
Man kann nicht danach fragen, was ist denn diese Einfachheit der Alltagssprache, die sich mit der Sprachkritik, die er hier liefert, einstellt, sondern diese Einfachheit und Klarheit, die sich in dem sozusagen Rückzug oder wie er sagt, die Rückführung der Sprache von der metaphysischen auf die alltägliche Bedeutung, die man dann eben bloß noch beschreibt in ihren Familienähnlichkeiten und Regelsystemsanwendungen. Diese Einfachheit und Klarheit, die sich da einstellt, ist das nicht ähnlich wie im Traktatus wieder eine, von der man letztendlich dann nur ihre Anerkennung fordern kann, wie Wittgenstein das auch hier tut. Denn bestimmen, begründen oder aussprechen kann man sie nicht. Sie stellt sich ein in der Sprachkritik als Evidenz sozusagen, wieder der Kartesianer Wittgenstein sozusagen, und ist damit wiederum das sich Durchsetzende seines eigenen Sprachspiels. Also das ist genau das, was Wittgenstein hier durchzusetzen versucht, indem er eben nicht begründet, sondern wie am Fließband Beispiele aufzählt, um darin das Funktionieren von Sprachspielen deutlich zu machen und vor allem die Sprache selbst darauf zu richten, sich bloß auf die Funktion von Sprachspiel zu konstruieren, nach dessen Begründ und Bestimmbarkeit überhaupt nicht mehr gefragt werden kann. Und die Frage ist aber, was berechtigt Wittgenstein selbst, das zu sagen, außer die Aussage, na, schau hin, sieh eben hin, so funktioniert Sprache. Und damit ja von uns zu fordern, wir müssen ihm einfach glauben, was er hier sagt, indem wir einfach die gleichen Beobachtungen machen, die wir mit seinen Beispielen machen sollen. In anderen Worten, fordert Wittgenstein hier nicht die Durchsetzung und Anerkennung der Realität seines eigenen Sprachspiels und die Nachahmung und Regelbefolgung durch uns dieses Sprachspiels eben. Also fordert Wittgenstein nicht, dass wir einfach sein Sprachspiel hier mitspielen sollen, ohne dafür, wie er ja selbst sagt, irgendeine logische Begründung noch liefern zu können, sondern schlägt letztendlich sich darauf zurückzuziehen, die Einfachheit und Klarheit, in anderen Worten, die Funktionalität des Sprachspiels, das funktionalisierte Sprachspiel, das sich am erfolgreichsten durchsetzt, das also besser funktioniert, dem gelingt es auch auf seine Regeln abzurichten. In anderen Worten, die Frage jetzt pointiert und etwas provokant formuliert, ist das, was Wittgenstein uns hier liefert, Sprachphilosophie oder Propaganda? Legt uns Wittgenstein hier einen Begriff der Klarheit, Einfachheit, Deutlichkeit der Sprache vor, des Verschwindens aller Probleme, wie er ja sagt, das ist ja auch im Traktatus schon sein Anspruch gewesen, von dem er aber letztendlich sagen müsse, das müsst ihr mir eben glauben, wenn ich es sage. Und es bestätigt sich dadurch, dass ihr es glaubt und mir nachsprecht in meinem Sprachspiel. Er versucht ja die ganze Zeit darauf hinzuweisen, dass die Regelsysteme sich ändern können. Aber, und das ist der Punkt, dass ihre Änderung und die, wenn Sie jetzt so sagen wollen, was er ja verneinen würde, die Logik der Änderung des Regelsystems von der Sprache nicht eingeholt werden kann. Also, dass es keine Regel des Regelsystems gibt, das lehnt er hier ab, wenn Sie so wollen, oder der Einrichtung desselben, sondern dass dabei die Sprache immer schon einen Schritt zu spät kommt, indem sie bereits in ein solches Regelsystem eingeflochten bleibt und nicht ihre eigene Regulierungstätigkeit zugleich sein kann. Das versucht er ja sehr stark aufzuweisen, die Idee, dass Sprache gleichsam ihre eigene Regulierungstätigkeit mit in sich einfassen könnte und dadurch so etwas wie eine, ja man könnte ja fast nicht nur sagen Logik, sondern Dialektik ihres eigenen Sprechens und damit auch ihrer eigenen Rolle natürlich einzunehmen imstande ist. Wenn Sie darauf sehen, was er in Paragraph 107 auf Seite 38 uns sagt, wo er gesagt, genau wenn wir das unternehmen, also genau wenn wir beginnen zu sagen, je genauer wir die tatsächliche Sprache betrachten, also wenn wir versuchen, das auf seine eigene Logik hin anzuschauen, je genauer wir die tatsächliche Sprache betrachten, desto stärker wird der Widerstreit zwischen ihr, der tatsächlichen Sprache, und der Forderung, ihre Logik zu heben, also der Idealforderung sozusagen. Und genau dieser Widerspruch, den Wittgenstein deshalb zurückweist,
genau dieser Widerspruch, könnten Sie sagen, aus anderen Traditionen jetzt heraus ist das, was man Dialektik nennt. Also, dass die Sprache, dass die Tätigkeit, mit Wittgenstein jetzt selbst gesagt, die Tätigkeit ihrer eigenen systemischen Etablierung mit zu umfassen imstande ist. Und genau das verneint er in den philosophischen Untersuchungen, genauso wie im Traktatus. Und da müssen wir uns jetzt und alle, die philosophieren, mit uns natürlich fragen, kann dann so etwas wie Philosophie im Element der Sprache überhaupt stattfinden? Wittgenstein verneint das ja, oder zumindest nur als beschreibend gewährt er ihr ihr Recht. Oder ist die Sprache anders zu deuten? Denn wenn wir mit Wittgenstein das ernst nehmen, was er hier sagt, dann haben wir tatsächlich über alles Philosophische zu schweigen. Denn wir können nicht darüber sprechen, auch mit den Voraussetzungen der philosophischen Untersuchungen. Und da können Sie sich natürlich auch als Philosophierende fragen, was ist es dann, dass Sie in der Sprache philosophieren? Die Sprachspiele sind eben Teil einer Lebensform und da gibt es auch eben andere Formungen der Lebensform. Dann haben Sie genau den Satz 314 des Traktatus wieder vor Augen. Ja, auch die Sprache ist dann eben eine Tatsache unter anderen Tatsachen. Und der einzige Unterschied zum Traktatus wäre, dass eben die Tatsachen in den philosophischen Untersuchungen keine einheitliche, prästabilierte logische Form mehr miteinander teilen, der sie genügen müssen, sondern bloß Familienähnlichkeiten, die man nur noch beschreiben kann. Natürlich geht damit, um auch sozusagen diesen Aspekt hervorzuheben, natürlich geht damit eine gewisse Aufwertung des Besonderen der Sprachspiele auch einher, um die es Wittgenstein auch in den philosophischen Untersuchungen sehr stark zu gehen scheint, nämlich den, auch wenn Sie so wollen, soziopädagogischen Hinweis, dass Sprachspiele ihre eigene Berechtigung haben in der Art der Lebensform, in die sie eben eingebettet sind und dass sie eben nicht gewaltsam in irgendeine Idealsprachenvorstellung hinein zu manövrieren, ja hinein zu zwingen sind. Das Problem könnte allerdings, je nachdem wie Sie das dann auslegen in Ihrer Lektüre, das Problem könnte natürlich allerdings trotzdem sein, dass eben das Gleiche nochmal passiert, nämlich dass die Sprache dann vollkommen eben depotenziert wird und überhaupt nichts mehr zu leisten imstande ist, weswegen Sprache dann so etwas wird, dass man eben nur mehr glauben oder nicht glauben kann, aber dass weder der Begründung noch fähig ist, noch irgendeiner anderen logischen Form, wenn Sie so möchten. Und dann können Sie natürlich als Philosophierende fragen, ja, was tut denn dann Ihr Logos überhaupt noch, wenn Sie sprechen? Was ist denn das überhaupt noch zu sprechen dann? Paragraph 126, die Philosophie stellt alles bloß hin, aber erklärt und folgert nichts. Also ja, haben wir es dann eben damit zu tun, dass die Philosophie eine reine, ja, ich meine, Darstellungswissenschaft ist sie ja, aber eine reine Darstellungswissenschaft der Sprachpraktiken ist, eine beschreibende, deskriptive Wissenschaft, wenn man sie überhaupt noch Wissenschaft nennen könnte, und keine Wissenschaft von logischer Begründungsleistung mehr ist. Und wenn das so ist, und wir mit Wittgenstein sagen müssen, die logische Begründungsleistung ist selbst eben nur ein Sprachspiel unter anderen, was tun wir dann angesichts der Tatsache, dass wir sprechen mit der Pluralität der Sprachspiele? Sind die Sprachspiele wirklich gleichberechtigt oder ist mit der Einräumung ihrer Unbegründbarkeit und ihrer Unlogifizierbarkeit nicht Tür und Tor für die diskursherrschende Durchsetzungsfähigkeit der Sprachspiele geöffnet? Denn wenn wir sagen, wir können dann Sprachspiele philosophisch beispielsweise immer nur nachträglich beschreiben, na dann müssen wir doch immer darauf warten, welche Sprachspiele in der Praxis sich gerade durchsetzen, sei das soziokulturell oder politisch oder sonst irgendwie, und die nehmen wir dann auf und beschreiben, so handeln wir eben. Aber was wir nicht mehr eigentlich tun können, in diesem, ja eigentlich würde ich durchaus Wittgenstein zueignen, ethischen Zugang zu sagen, na eigentlich ist die Pluralität der Sprachspiele ja etwas, das wir befördern sollten, die Vielfältigkeit der Sprachspiele. Aber wenn die Vielfältigkeit der Sprachspiele zu ihrer absoluten Gleichgültigkeit logisch gemacht wird,
dann kippt sie natürlich wieder in die Frage des sich gewaltsam durchsetzen könnenden Sprachspiels letztendlich. Und dann ist genau die ethische Fragestellung wieder ausgekoppelt, da dann dasjenige Sprachspiel das realitätsbezogene Sprachspiel und das realitätsverbürgende Sprachspiel ist, das sich durchsetzt und nicht das, das sich etwa philosophisch begründen kann oder ähnliches. Ich möchte die Aufmerksamkeit lenken auf den Paragraphen 25, weil da scheint mir, spricht Wittgenstein sehr deutlich aus, worum es ihm eigentlich geht, hier in den philosophischen Untersuchungen. Das, was er hier verfolgt, ist eine Naturalisierungsstrategie. Insofern könnte man auch sagen, er ist sowas wie der Jung des 20. Jahrhunderts. In Paragraph 25, da schreibt er, man sagt manchmal, die Tiere sprechen nicht, weil ihnen die geistigen Fähigkeiten fehlen. Das heißt, sie denken nicht, darum sprechen sie nicht. Und jetzt kommt das Aber, sie sprechen eben nicht. Oder besser, sie verwenden die Sprache nicht. Wenn wir von den primitivsten Sprachformen absehen. Ja, und jetzt kommt dann die naturalistische Nivellierung, ja, zwischen dem Sprechen oder auch Nicht-Sprechen der Tiere und der menschlichen Sprache. Wenn er dann schreibt, Befehlen, Fragen, Erzählen, Plauschen gehören zu unserer Naturgeschichte, so wie Gehen, Essen, Trinken, Spielen. Ja, ich denke, das ist sozusagen die naturalistische Quintessenz, die hier als Grundgedanke hinter diesen philosophischen Untersuchungen steht. Das ist im Grunde Jung, ja, in der Diktion des Sprachtheoretikers. Ja, also so wie Jung uns im 18. Jahrhundert versichert hat, wir sollen uns nichts auf unsere Ratio, nichts auf unseren Verstand oder die Vernunft einbilden, sondern die große Führerin im Leben ist die Natur, in ähnlicher Weise argumentiert Wittgenstein. Das ist alles, was wir sagen können. Denn die Sprache, Sie sehen es wieder mit dem Traktatus gesagt, ist eben eine Tatsache unter anderen. Und dass die Tiere die Sprache nicht verwenden, heißt überhaupt nicht, dass wir irgendwas über kognitive Prozesse bei ihnen aussagen können, deswegen oder sowas. Sondern wir können rein konstatieren, die Tiere verwenden die Sprache nicht, so wie wir sie in unseren Sprachspielen verwenden. Wieder, ja, Sprache ist eben so ein, ja, in der Natur vorkommendes Phänomen unter anderen, das eben bestimmten Regelgesetzmäßigkeiten folgt, die variabel und vielfältig sind und die man deshalb nur beschreiben kann, aber die keiner zugrunde liegenden Logik, die eben, wenn auch möglicherweise einer zugrunde liegenden Logik anheimstehen, keiner, die von der Sprache selbst eingeholt werden könnte. Denn die Sprache ist, wenn, dann nur ein Phänomen dieser Logik. Aber nicht, wenn Sie so wollen, das Phänomen dieser Logik. Sprache ist eben ein Phänomen unter anderen, letzten Endes. Und sie sind alle Phänomene der Natur, können Sie eben auch auf den 25er bezogen sagen. Klar, wenn Sprache, wenn die wesentliche Funktion der Sprache darin besteht, zu konstatieren, und so muss man Sprache wohl verstehen, wenn man sie von der Aussage her versteht, dann wird eben auch der Unterschied zwischen der menschlichen Sprache und den, naja, Äußerungen oder Zeichensystemen, deren sich Tiere bedienen, wird dieser Unterschied nivelliert. Weil dann müsste die Sprache ja sich selbst auf den Grund gehen können und über sich selbst sprechen und nicht nur über irgendetwas, was auch immer.
was sie dann eben in verschiedenen Sprachspielen tut, die aber nichts weiter als, wie Wittgenstein so schön sagt, verschiedenen Sprachspiele, die weisen nur eine Familienähnlichkeit auf, aber es lässt sich nichts allgemein über diese Sprachspiele und letztlich auch dann nicht über ihre Verhältnisse untereinander und zueinander sagen.